verantwortlich für die nachfolgende Sendung von Radio TV IBS Liberty ist Andreas Klamm, Journalist, Postfach 1113 67137 Neuhofen, Deutschland. Telefon 06236 48 90 44. Telefon 06236 48 90 44. Mobilfunktelefon 0178 817 2114. E-Mail kontakt@radiotvinfo.org. Im Internet finden Sie weitere Informationen zu Independent Broadcasting Service Liberty, unabhängiger Rundfunkdienst Freiheit, bei radiotvinfo.org und bei ibstelevision.org. Noch einmal die Adresse zum Mitschreiben. Im Internet finden Sie weitere Informationen zu den Programmen von Radio TV IBS Liberty bei radiotvinfo.org. Während der Osterfeiertage schrieb mir eine Bekannte, eine Frau, eine Künstlerin, Autorin, Musikerin, die sehr viel arbeitet, Tag und Nacht, sehr viel leistet und in ihrem Leben Außergewöhnliches geleistet hat. Sie hat einen Brief, eine E-Mail aus den Vereinigten Staaten von Amerika erhalten. Dort gibt es Christen und Menschen, die glauben, Deutschland ist das Land der Wunder. Und daher auch der Titel dieser Sendung, Deutschland, das Land der Wunder. Dieser christliche Missionar glaubt, in Deutschland ist alles kostenfrei. Die Menschen können kostenfrei zum Zahnarzt gehen, die Menschen können kostenfrei zum Arzt gehen, kostenfrei mit Busbahn und Flugzeug reisen und, naja, weil die Kanzlerin so gut ist, bekommt auch jeder Mensch 2000 Euro pro Monat in Deutschland. So ist die Außenwirkung von Deutschland in den Vereinigten Staaten von Amerika. Deutschland, das Land der Wunder. Die Kanzlerin zahlt für 82 Millionen Menschen in Deutschland. Sie denken, das ist ein Märchen. Ja, genau so hört es sich an, wie ein Märchen. Deutschland, ein Land, in dem es keine Probleme gibt, absolute totalitäre Vollbeschäftigung. Jeder Mensch arbeitet, angefangen vom Baby bis zum Greisen mit 99 Jahren. Jeder kann kostenfrei zum Arzt und die Ärzte lieben ihr Volk, die Deutschen und die Menschen. Und deshalb arbeiten die Ärzte natürlich auch zum Nulltarif. Und weil die Ärzte so human und menschlich eingestellt sind, wollen die Ärzte dafür kein Geld. Naja, und weil die Atomlobby gerade so im Gespräch ist und ein großes Herz hat, liefert natürlich auch die Atomlobby und die Atomkraftwerke, die EnBW und die Stromkonzerne und die Stadtwerke Strom zum Nulltarif, kostenfreier Strom, kostenfreies Essen, kostenfreies Wasser. Deutschland, das Land der Wunder. Und in Deutschland gibt es keine Probleme. Weder politischer Art, die SPD denkt schon über ihre Auflösung nach, denn alle Deutschen, 82 Millionen Menschen in Deutschland, auch die Nichtdeutschen, lieben und ehren die Kanzlerin von ganzem Herzen. Deutschland, das Land der Wunder. So ist die Außenwirkung von Deutschland in den Vereinigten Staaten von den Amerika, in den USA und auch in vielen anderen Ländern Europas, gilt Deutschland als das Land der Wunder. So scheint es jedenfalls. Ist Deutschland das Land der Wunder, in dem die Menschen leben wie im Schlaraffenland, ein Land, in dem Milch und Honig fließen und es keine Probleme gibt. Und alle Deutschen lieben und ehren die Kanzlerin von ganzem Herzen. Und daher wird die Kanzlerin auch 2013, im Jahr 2013, in knapp 2,5 Jahren, erneut zur Kanzlerin gewählt werden für die nächsten 50 Jahre. Naja, wenn Sie jetzt denken, das ist nicht möglich aufgrund des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland, dann mag das ein Einwand sein. Doch da die Deutschen die Kanzlerin lieben von ganzem Herzen und ehren,
ist eine kleine Änderung des Grundgesetzes sicherlich kein Problem. Das war schon 1933 möglich, weshalb sollte es 2013 nicht möglich sein? Deutschland, das Land der Wunder. Ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Das Schlaraffenland, kein Problem, keine Not. Absolute, totale Vollbeschäftigung. Und alle Menschen loben und preisen die Kanzlerin. Ist das ein reales Bild? In diesem Opener zu unserer Reihe Deutschland, das Land der Wunder, habe ich natürlich jetzt einige Dinge überzeichnet. Doch diese E-Mail, die gibt es tatsächlich an die Autorin, an eine Künstlerin und Musikerin, die, ich beschreibe es als französisch-deutscher Journalist, daher auch so ein paar kritische Untertöne in dieser Anmoderation zur Reihe Deutschland, das Land der Wunder, sich in Not befindet. Und ich bin, ja, kleingläubig würde ich mich bezeichnen. Ja, doch, kleingläubig. Ich habe ab und an schon mal Zweifel daran, dass Deutschland das Land der Wunder ist. Und daher heute der Aufruf an alle Hörer und Hörerinnen, rufen Sie uns an, Telefon 06236 48 90 44 und erzählen Sie mir bitte, warum ist Deutschland das Land der Wunder? Telefon 06236 48 90 44, Ihre Gründe, Deutschland das Land der Wunder, ja oder nein? Das ist die Frage. Noch einmal zum Mitschreiben und gleich zum Mitwählen. 06236 48 90 44. Wenn Sie uns nicht live im Studio erreichen, weil die Leitung überlastet ist, dann können Sie natürlich auch eine Nachricht aufs Band sprechen, einfach mit Ihrem Vornamen, vielleicht aus welcher Stadt Sie anrufen, und Ihr Grund dafür aufsprechen, weshalb Deutschland das Land der Wunder ist. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal, Ihr Andreas Klamm-Saberort. Verantwortlich für die nachfolgende Sendung von Radio TV IBS Liberty ist Andreas Klamm, Journalist, Postfach 1113 67137 Neuhofen, Deutschland. Telefon 06236 48 90 44.
44. Telefon 06236 48 90 44. Mobilfunktelefon 0178 817 2114. E-Mail kontakt@radiotvinfo.org. Im Internet finden Sie weitere Informationen zu Independent Broadcasting Service Liberty, unabhängiger Rundfunkdienst Freiheit, bei radiotvinfo.org und bei ibstelevision.org. Noch einmal die Adresse zum Mitschreiben. Im Internet finden Sie weitere Informationen zu den Programmen von Radio TV IBS Liberty bei radiotvinfo.org.